Grüß Gott, ich bin der Totoka. Wir haben eine CT-Aufnahme gemacht von den Situationen und danach CT-Aufnahme eine 3D-Bild. So schaut der Kieferknochen aus. Ist das gleich sichtbar, dann haben wir sehr starke Parodontose hier. Der Knochen ist entzündet, beim letzten Zahn auch in rechter Seite und in linker Seite auch beim letzten Zahn. Und hinten fehlt ein Zahn schon sicher lange Zeit. Wenn man wieder Knochen durchsichtlich, dann haben wir beide Seiten einen Nervkanal, was darf ich nicht stören. Und wenn ziehen wir dann die Zähne, dann kann der Kieferknochen so unregelmäßig bleiben, darum sehr nötig ist, eine kleine Knochenkorrektion auch machen. Der Knochen muss eine relativ gerade Oberfläche haben. Danach wieder durchsichtlich, dann die Implantaten können wir in dieser Situation einsetzen. Dann zwei Implantaten über dem Nervkanal, beide Seiten eines und vier Implantaten weiter noch hier vorne, wo haben wir sicher keine Nerven. Wenn ziehen wir die Zähne, dann dort bleibt großes Loch beim nach dem Zahnziehen. Die zwei Implantate müssen wir dort einsetzen, wo haben wir heute ein Zahnwurzel. Wenn nötig ist, dann diese kleinen Teile müssen wir vielleicht mit Knochenersatzmaterial aufbauen. Momentan planen wir keinen Knochenaufbau, aber wenn nötig ist das, beim OP müssen wir dann das weitermachen. Ihre Knochenqualität ist auch sichtbar bei diesem Aufnahme. Ideal, wenn diese Linie haben wir im grünen Bereich, eines Implantat nach dem anderen, wenn schauen wir, dann haben wir relativ starke Knochen und dann können wir nach dem OP gleich eine fixe Provisorium machen für Sie beim zur Heilungszeit und dann können Sie dann von unserer Klinik dann mit einem fixen Provisorium rausgehen. Heilungszeit nach dem OP dauert 2 Monate lang, bis heute können wir die obere fixe Zähne fertig machen und 2 Monate nach dem OP können Sie dann die untere Zähne auch bekommen. Wenn haben Sie noch Fragen, dann können Sie das bei uns immer aufstellen. Danke, wiederhören.